Ist auch super. Nochmal Helmut Kohl spielen. Mein Name ist Mölke, Eckhard Mölke. Und ich bin ein Freund von Fahrzeugen aller Art. Ja, die Leute fragen mich nach meiner ehrlichen Meinung. Also mache ich mich schlau. Heute bin ich auf der Suche nach einer pfiffigen Familienkutsche. Ah, der ist auch nicht schlecht. Ich frage ihn mal, was er für ein Auto hat. Hallo, was haben Sie für ein Auto? Skoda Octavia. Sind Sie denn mit dem zufrieden? Ja. Zufrieden sind wir schon. Ja? Ja. Wie alt ist der? Reparatur? Sind wir jetzt schon auf? Na klar, nehmen wir. Suchen wir ja. Ach so, Sie suchen jetzt einen Bürger, der zufrieden mit seinem Auto ist. Genau, aber wirklich. Der wirklich zufrieden ist. Also der mich nicht anschwindelt und der mir dann wirklich sagt, ob der Wagen gut ist oder nicht. Ah, herrlich. Hier, fetter Audi. Wie sind Sie zu dem Auto gekommen? Also haben Sie sich entschieden als für den? Als begeisterter Audi-Fahrer und dann natürlich tatsächlich mit Kind bleibt dann da nicht mehr so richtig viel. Der wievielte Audi ist es? Der dritte. Ah, okay. Und wie ist Verbrauch? Dann fahre ich immer wieder ganz brav einfach in die Tanke, wenn er leer ist und gucke da nicht so genau hin. Guck nicht so genau hin, oder was er verbraucht? Ich prüfe nicht, ob das, was da werkseitig angegeben wird, auch eingehalten wird. Nein, aber das liegt ja auch ein bisschen am Fahrstil. Das kann man ja auch selber regulieren, aber das ist natürlich kein 1-Liter-Auto. Nee, natürlich nicht. Ja, ich weiß nicht, irgendwas bremst mich, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Ich weiß nicht, ob das bequem ist, wenn man so ein Ding wirklich jeden Tag fährt, weil das ist doch eben so ein bisschen panzermäßig, aber man gewöhnt sich da wahrscheinlich dran, oder? Ja, ist ganz angenehm. Ich fühle mich jetzt gerade in meinem Alter gemessen eingesetzt. Okay. In dem Auto. Und Parkplatz geht auch, Wendigkeit? Ja, absolut. Ach, er ist dann doch kleiner. Ja. Also das neue Kofferraum ist natürlich jetzt nicht ein Q7. Ne? Also sieht man ja, da geht ein Kinderwagen rein und wenn man dann in Urlaub fährt, dann das zweite Kind wäre schon nicht mehr handelbar, glaube ich. Hier? Ja. Das wird schwierig. Also zwei Kinder zum Sitzen natürlich ja, aber dann mit Gepäck, dann haben sie einen Kinderwagen, dann ist schon Feierabend. Ja, stimmt. Der Kinderwagen, das wird ein Problem. Der reißt's raus. Die müssen halt einfach schnell laufen lernen. Ne? Ja, das ist ja gerade die Zeit, wo man eigentlich auch mal auf den Kinderwagen verzichtet und sagt, jetzt krabbel mal. Oder wenn er laufen jetzt kann. Jetzt läuft er schon. Naja, gut. Sagen Sie, dürfte ich mich möglicherweise einmal kurz probesitzen, wie das Sitzgefühl ist? Also, stimmt. Spitze. Ah, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie hier der Aschenbecher. Ja. Oh, der ist aber groß. Wow. Oh, läuft sauber. Ja, ist schon gut. Man geht ein bisschen nach oben, ja. Bisschen Kleingeld sollte man wahrscheinlich mitbringen bei dem Auto. Nicht nur an der Tankstelle, es geht ja schon beim Kauf los. Da kann man natürlich immer einen Minuspunkt noch setzen. Der geht über 40, oder? Ja. Bisschen über 40. Na ja, gut. Audi Q5. Richtig durchdachter Aschenbecher, ein dem Alter angemessener Sitzkomfort, aber nicht allzu viel Platz hintenrum. Ja, da werde ich mal mit meinem Chef sprechen, ob er nicht auch in diese Richtung mal investieren möchte, um meinen Auftritt ein bisschen zu vergolden. Danke schon mal. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Audi Q5, 3-Liter-Maschine, alles klar bei dem Ding, du. Ja, oder doch lieber eine Vespa? Wir hatten ja vorher ein Mitsubishi gehabt, wir haben auch ein Mitsubishi Colt gehabt, wir haben ein Mitsubishi Lancer gehabt und die haben richtig Geld gefressen, weil Japaner würde ich mir auch deswegen nicht mehr kaufen. Okay. Aber mit dem Skoda bin ich halt zufrieden. Oh, der ist interessant. Haben Sie den neu gekauft? Ja, vor 2 Jahren. Der war ja auch relativ günstig, ne? Deswegen wäre vielleicht auch für meinen Bruder interessant. Der ist gerade mit dem Studium fertig und hat nicht so viel Geld, aber der braucht einen großen Wagen, weil der ständig umzieht, der Typ. Und dafür ist der eigentlich ja ideal, ne? Ja, der hat viel Platz auf jeden Fall. Wieso haben Sie sich für den entschieden? Also, weil er preiswert war. Nur weil er preiswert war? Mhm. Nicht auch, weil er gut aussieht? Nee, das war eigentlich zweitrangig. Es muss fahren und muss preiswert sein. Okay, und das erfüllt er alles? Ja. Die Farbe, wieso haben Sie sich für die Farbe entschieden? Da fragen Sie meine Kinder. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Ich hätte ja gerne einen blauen gehabt, aber wollten sie nicht. Und wie kommen Sie jetzt mit dem Rot zurecht? Ach, ganz gut. Ja? Ja, habe ich damit arrangiert. Ich finde es gut in dem Rot. Sieht sportlich aus. Gab es schon Reparaturen in den 2 Jahren? Kam schon was? Lassen Sie mich mal überlegen. Nee, eigentlich nicht. Außer, dass er viel Durst hat. Hat er viel Durst, tatsächlich? Was verbraucht er denn? Ja. Aber was er verbraucht, weiß ich gar nicht. Ich weiß bloß, dass ich ständig an der Tankstelle bin. Alles klar. Toll. Endlich haben wir mal so einen hier vor der Linse. Dacia Logan. Günstig, hat viel Platz, aber hat auch viel Durst. Eigentlich auch hübsch. Spannende Kante hier. Oh, super Teil.
Von vorne sieht er gut aus. Richtig gut. Guck mal hier. Oder von hier unten. Da sieht er eigentlich aus wie ein richtiges Space-Mobil. Super, ich kann auch helfen. Ach, brauchst du nicht. Mach ich aber gerne. Ist okay. Ja, also ich muss sagen, der Charan, auch wenn er jetzt nicht der attraktivste scheint, aber er hat innere Werte. Die hat er. Definitiv. Und wie ist er im Unterhalt? Also das Problem ist, dass VW ja sehr gerne geklaut wird. Aber in dem Alter auch noch? Wie viel hat er? Wie alt ist er? 10 Jahre? 8 oder 9. Der ist immer noch gefährdet? Ja. Haben Sie schon mal erlebt? Wurde schon versucht zu klauen. Ich bin morgens hingekommen und das Schloss hat rausgeguckt. Die haben es halt nicht geschafft. Ach nee. Ja. Wie hatten Sie speziell verriegelt oder? Nee, normal. Ja, stimmt. Dann besser gleich auflassen. Okay, aber hier hinten ordentlich Platz für die Kinder. Da würde auch ein drittes noch in die Mitte gehen. Ja, und hinten auch noch, ne? Wird's hochklappen. Ach so, stimmt. Und passen noch mehr rein. Das ist natürlich schon genial. Nutzen Sie das? Die 7 Sitze, ja. Wenn die Großeltern mal dabei sind. Ja, Freunde. Freunde, hallo. Was verbraucht er? Das geht eigentlich. In der Stadt 8 Liter. Auf Autobahn 7. Diesel? Mhm. Und wie viele Kilometer hat er jetzt runter? 140. VW Charan. 7 Sitze, spacige Optik, aber er wird gern geklaut. Letzte Frage, was wäre der ungefähr wert noch? Ich glaube so 7.000, 8.000. Oh. Ja, da wollte ich die Kneipe, können Sie spendieren. Da hätte ich immer mehr. Achso, nee, ich suche jetzt wirklich noch Autos. Steht Ihre denn hier? Nee, wir wohnen eher in Stream. Achso. Wir suchen bloß einen Blumenladen, um für den Balkon Geranien zu gucken. Dann gucken wir nach dem Preis. Na bitte, wunderschön.